Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zur inzwischen dritten Kriegsgeschichte Avanti Savoia. Vielleicht hätte ich insgesamt mit einem Buongiorno beginnen sollen. Und zwar begeben wir uns jetzt in die Alpen, wo die Italiener gegen Österreich-Ungarn und später auch gegen die Deutschen gekämpft haben. Wie diese ganzen Konstellationen zustande kamen, müsste ich vielleicht einmal ausholen. Der Erste Weltkrieg wurde ausgelöst durch ein Attentat in Serbien, wo der Thronfolger Österreich-Ungarns, Franz Ferdinand, von einem Attentäter getötet wurde, woraufhin dann Österreich, Ungarn, Serbien den Krieg erklärt hat. Und ihr müsst euch vorstellen, zur damaligen Zeit hat eigentlich jeder mit einem Krieg gerechnet, einem größeren Krieg. Alle saßen quasi mit gewetzten Messern da und haben darauf gewartet, dass irgendwo weltpolitisch sich etwas tut und ein Krieg ausbricht. Und so entstanden halt auch sehr, sehr viele Bündniskonstellationen. Beispielsweise Frankreich mit England und Russland und Italien zusammen und Deutschland mit dem Osmanischen Reich und mit Österreich-Ungarn. Und entsprechend ist dann 1915 Italien mit in diesen Ersten Weltkrieg eingetreten und hat sich in den Alpen, wirklich grausame Gefechte geliefert mit den Truppen Österreichs. Und das ist mal ein ganz anderes Szenario zu sehen in dem Gebirge als das übliche, was man sonst kennt vom Ersten Weltkrieg mit dem ganzen Schlamm und den Schützengräben. Schützengräben gab es auch, allerdings sind die natürlich deutlich schwieriger anzulegen in einem Gebirge. Es gibt weniger Schutz und ich möchte gar nicht so lang schnacken. Wir starten gleich rein. Und zwar spielen wir einen italienischen Soldaten, der Arditi. Und zwar eine Schocktruppeneinheit. Und im Ersten Weltkrieg hat man sehr oft auf Sachen zurückgegriffen, die vielleicht etwas unkonventionell sind. Und zwar waren diese Arditi mit Panzerplatten versehen, die fast aussahen wie Ritterrüstung, die allerdings dann auch in der Lage waren, Gewehrschüsse in einem gewissen Maße dann abzuhalten, und entsprechend waren diese schwer gepanzerten Soldaten dann halt im ersten Moment natürlich schockierend, wenn man drauf schießt und es passiert nichts. Genug geschnackt, wir starten rein. Alle wurden vom Krieg beeinflusst, selbst die entlegensten Winkel der Welt. Unsere Willenskraft ließ uns an Orten kämpfen, an die sich zuvor niemand gewagt hatte. Egal ob in den Alpen oder am Himmel darüber. Wir fanden einen Weg. Es hieß, der Krieg würde alle Kriege beenden. Aber ich frage mich, ob der menschliche Ehrgeiz und unser Zerstörungswille je enden werden. Leider hat die Zukunft gezeigt, dass dieser Krieg nichts beendet hat. Es folgte der Zweite Weltkrieg. Und leider danach auch noch viele andere. Der Koreakrieg, der Vietnamkrieg, im Irak, in Afghanistan, heute in der Ukraine. Leider lernen die Menschen nicht. Aber wir starten jetzt mal rein in La Vittoria. Dolomiten, Norditalien, Herbst 1918. Die Front zwischen Italien und Österreich-Ungarn ist erstarrt. Umgeben von schneebedeckten Bergen vermag keine Seite den Feind zu brechen. Während sich die regulären Truppen eingraben und ihre Stellung befestigen, plant ein Gebirgsjägerregiment einen unorthodoxen Angriff. Diese Einheit ist auf riskante Einsätze spezialisiert. Man nennt sie die Arditi. Das Motto der Arditi: O la Vittoria o tutti accoppati. Übersetzt: Entweder siegen wir oder wir werden alle sterben. In Ordnung? Wir können jetzt den Kuchen anschneiden. Wow, die sind unglaublich. Ja, es war eine unglaubliche Zeit. Du hast gut ausgesehen in der Uniform. Nein, das ist Matteo. Oh, natürlich. Tut mir leid, Papa. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Nein, schon gut, Tesoro. Es wird Zeit, dass ich dir alles erzähle. Es war bei unserer letzten gemeinsamen Schlacht, kurz nach unserem 21. Geburtstag.
Das Bataillon meines Bruders sollte eine Festung tief in feindlichem Gebiet einnehmen. Ich war nicht dabei. Ich war in einer Spezialeinheit mit einer anderen Aufgabe. Wir sollten Matteos Bataillon unterstützen. Es war eine stolze Einheit. Wir haben den Krieg verändert. Die Arditi. So, und da starten wir mal direkt rein. Und wir bemerken schon, wir sind schwer gepanzert und bewegen uns behäbig diesen Hügel hinauf. Musste ich auf dem Berg alles ausschalten, was auf seine Einheit folgen konnte. Ich habe schon Angst um dich, wenn ich nur die Geschichte höre. Keine Sorge. Ich hatte eine Art Rüstung an, wie ein Ritter auf dem Schlachtfeld. Außerdem waren die Arditi stolze Freiwillige. Für Italien hätten wir alles getan. Ja, und wir laufen mit dieser Rüstung hier durchs Gebirge, bestimmt anstrengend. Die musste ich zuerst ausschalten. So, wir sehen da hinten unsere Leute. Ich würde sagen, ich komme mal von der Seite. Guck, was ich ausrichten kann. Und da sehen wir schon die Österreicher. Alles vibriert und wackelt um einen herum. Wir sehen schon, die Schüsse prallen an uns ab. Obwohl ich so viele Schüsse abkriege, inzwischen wäre auch ich hinüber. Das ist natürlich ein bisschen spielerische Freiheit. Denn wenn die Rüstungen so effektiv wären, wie sie in diesem Spiel sind, ich glaube, dann würden die Soldaten heutzutage immer noch damit rumlaufen. Das ist natürlich jetzt hier einfach nur stumpfes Tontaubenschießen. Man darf halt nicht vergessen, auch wenn es ein historisches Setting hat, ist es nach wie vor irgendwo ein Shooter. Obwohl ich mir hier so ein bisschen vorkomme wie John Rambo. Weil die können mir gefühlt nichts anhaben und ich laufe hier mit meinem Maschinengewehr durch die Botanik. Und lösche ein Menschenleben nach dem anderen aus. Das ist Wahnsinn. Der Typ hätte mich zum Beispiel von hinten locker flockig erdolchen können oder was auch immer. Aber es ist halt ein Spiel. Irgendwo weiter vor. Wieder ein Flammenwerfer-Typ. Die halten in diesem Spiel mehr aus. Und irgendwo da werde ich beschossen. Dann wollen wir mal in die Kirche rein. Oh, noch ein Flammenwerfer-Typ. Den haben wir aber. Nach den Flammschützen kamen nur noch einige Fußsoldaten. Die musste ich noch erledigen, dann würde die Kirche uns gehören. Hier ist alles frei. Die laufen wir natürlich alle ins Gewehrfeuer rein. Und du wartest natürlich darauf, dass ich dich ersteche. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Prinzipiell ist es cool, dass dieses Setting gewählt wurde in den Alpen, weil das etwas ist, was man sonst eher vernachlässigt in dieser gesamten Geschichtserzählung.
Allerdings, wie es umgesetzt wurde, mit dem Supersoldaten, der hier durchläuft, mit dem MG und allem, das ist sehr futuristisch. Ich meine, es gab MGs, ja, aber die waren alle wassergekühlt, weil die zu schnell erhitzt wurden und. Also, dass man da jetzt hier so durchläuft, naja. Wie gesagt, generell das Problem, es laufen viel zu viele Leute mit automatischen Waffen durch die Gegend. Normalerweise hätten 98% der Leute hier Normalgewehre. Das auf Meteos Einheit feuerte, das musste ich zerstören. Er rückte also noch immer zur Festung vor. Ich musste dafür sorgen, dass er sie erreicht. Hier da oben ist das Geschütz, da müssen wir jetzt hoch. Aber eins muss ich sagen, das Alpenpanorama ist wirklich gelungen. Also das gefällt mir. Kann ich hier runter gucken? Bis auf die Einschläge relativ idyllisch. Und warum schießt ihr weiter auf die Kirche? Das ist eh so perfide, dass wir da gerade, ja, ich sag mal, so viel Menschenleben geraubt haben auf dem Friedhof. Einfach nur Wahnsinn. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir einen kleinen Bauernhof. Jetzt setze Panzerabwehrgranaten ein. Okay, wo haben wir die? Die haben wir hier. Eine sogenannte geballte Ladung. Effektiv war das mehrere Handgranaten zusammengebunden. Naja, fang. Das war ja einfach und ich habe überlebt. Ich bin der Supersoldat. Ja, so gepanzerte Fahrzeuge mit Reifen und Co. Die gab es damals natürlich schon öfters. Aber wie gesagt, gerade auf Seiten der Achsenmächte Deutschland, Österreich, Ungarn oder sowas, da war es mit Panzern nicht so extrem. Die Rohstoffe wurden für was anderes verwendet. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, aber der deutsche Kaiser hatte ein unglaubliches Faible für die Marine. Weil die Verwandtschaft aus England eine sehr, sehr große und stolze Marine hatte und er wollte da gerne mithalten. Waren Matteo und die gesamte italienische Offensive in Gefahr. Ich musste es einfach ausschalten. Ja, und wollte da mithalten und deswegen sind fast alle Rohstoffe irgendwie auch in die Marine eingeflossen. Allerdings herrschte dann später da so eine Art Pattsituation. Es kam nie zu großen Seeschlachten oder sowas, weil beide einfach Angst darum hatten, ihre Marine groß einzusetzen. Deswegen, ja, war die deutsche Marine überwiegend in den Häfen. Aber gut. Wir sind jetzt hier in den Alpen und nicht an der Nordsee. Man muss sich nur mal vorstellen, ich meine, es ist ja nicht komplett fiktiv. Also das mit der Rüstung und Co., das hat es ja gegeben. Und damit hier so ein Hügel hoch. Sagen wir mal ganz ehrlich, die meisten von uns wären ohne schweres Gepäck schon überfordert mit dem Hügel. Hallo Kollege. Und weiter hoch. John Rambo regelt. Schießt hier noch auf uns. Ja, und einer nach mal. Es hat schon teilweise was von Hotshots, oder? Kennt ihr den Film noch? Wo die dem einfach alle in die Flinte rennen.
Weiter geht's. Was haben wir hier? Oh, hier haben wir nochmal einen Ausblick nach unten. Wenn wir die mal... Geh weg. Weg. Ciao. Ja, da haben die sich Mühe gegeben. Das Alpenpanorama doch. Aber wir müssen leider noch weiter hoch. So, dann gehen wir mal hier rum. Ich glaube, hier müssen wir auch lang. Der eiskalt an uns vorbeiläuft, er auch. Schwierig. Setting gut gewählt. Mission leider absolute Grütze. Wobei, positiv muss man anmerken, die rennen hier nicht mehr mit Pickelhauben rum. Ich meine, wir sind hier im Herbst 1918, in 2-3 Monaten ist der Erste Weltkrieg vorbei. Immerhin alle nur mit Stahlhelm. Und hier müssen wir jetzt rein. Es gab nur einen Weg, meine Männer zu retten. Ich musste das Geschütz zerstören. Boah, und in der Realität so einen Bunker zu stürmen, das muss die Hölle sein. Wenn in jeder Ecke jemand lauern kann. Okay, und das sollen wir sprengen. Und mal Dynamit rein. Wir ziehen uns natürlich. Hat ausgereicht. Sehr gut. Diese Explosion war für mich einer der schönsten Anblicke des ganzen Krieges. Aber noch war es nicht vorbei. Denn da war dieses Flugabwehrgeschütz auf dem nächsten Bergrücken, das unsere Flieger abschoss. Das war mein nächstes Ziel. Müssen wir dafür hier durch? Ich glaube ja. Dann zieht die One-Man-Army natürlich weiter. Wir sehen schon, die Flugzeuge werden beschossen. Und das waren damals Bomber. Und die bestanden natürlich auch nur aus Holz, mit Leinen überzogen. Aber einer nach dem anderen wird abgeschossen. Man, es braucht in der Realität nicht viel, um die Flugzeuge vom Himmel zu holen. Die österreichische Besatzung des Geschützes ausschalten, um es selbst benutzen zu können. Oh Gott, wir sollen es selbst benutzen? Okay, das ist jetzt hier einfach explodiert. Stehen wir nun. Den letzten Mann, aber dann hörte ich etwas, das ich nie vergessen werde. Und das sind Gotha-Bomber. Also tat ich das einzig mögliche. Ja, die One-Man-Army. Allein gegen ein Geschwader feindlicher Bomber. Musste sie alle vom Himmel holen.
Verstärkung. Wären diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Ja. Ich würde mal sagen, hier ist es typisch Shooter. Also ich wäre schon ein paar Mal Moose gewesen. Und ich hole die gesamte deutsche Luftflotte vom Himmel. Natürlich aufs Korn, aber ich musste Matteo beschützen. Also hielt ich die Stellung. Ich wollte gerade sagen, irgendwann muss ich doch auch mal sterben. Luca Vincenzo Cocciola. Ja. Wie gesagt, die Mission gefällt mir nicht sonderlich gut. Das ist für mich einfach nur wie Moorhuhnjagd. Hat leider einen guten historischen Ansatz. Ist aber ganz schnell einfach nur im Tontauben schießen. Wir hatten keine Verstärkung. Ja, rübergedriftet. Wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. So. Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn, aber ich musste Matteo beschützen, also hielt ich die Stellung. Ich muss auch nicht nachladen, das ist sehr faszinierend. Also die effektivste Waffe im gesamten Ersten Weltkrieg benutze ich hier gerade. Sie wird nur gelegentlich warm. Schwierig, schwierig, das Ganze. Warst du hinter deiner Panzerung immer noch sicher? Ah, natürlich, klar, da kam nichts durch. Aber dann drehten die Flugzeuge ab. Schwierig. Ganz schwierig. Noch nicht mal ins Schwitzen ist er gekommen. Als ich aufstand, dachte ich, ich wäre gestorben und in der Hölle. Sie haben den Berg gesprengt, haben uns und sich selbst begraben. Oh Gott, Matteo. Ich musste ihn finden. Also ging ich runter in diese Hölle. Ich hatte keine Wahl. Ich musste Matteo finden. Er konnte überall sein.
Ja, meine Freunde, und hier möchte ich eigentlich diese Kriegsgeschichte beenden. Wie gesagt, vom Ansatz her, dass man das Setting wählt, wirklich grandios, aber alles daran ist übertrieben. Dass man alleine 30 Flugzeuge vom Himmel holt, 100 Soldaten tötet, ohne dass die einen treffen. Ganz, ganz schwierig. Ich meine, ohne Rücksicht auf Verluste jetzt hier einen Erdrutsch auslösen oder sowas, halte ich noch für sehr realistisch auch, dass man probiert, so ein Geschütz zu stürmen in dieser Alpenfestung, ist auch legitim. Aber das Einzige, was bleibt, ist die Grundstory. Ich finde es auch gut, dass der Erzähler halt, quasi das Ganze wie eine Geschichte verpackt. Grafisch ist es natürlich toll. Allein, wenn man jetzt die Regentropfen sieht, wie die auf der Waffe da abperlen. Das ist wirklich grandios gemacht. Aber diese Mission, leider durchgefallen. Historisch. Meh. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten und gucken, was die historisch zu bieten hat. Wie die abläuft. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.